Es ist Freitag und das ist nicht nur erfreulich, weil das Wochenende vor der Tür steht, sondern weil auch wieder eine Folge Nachgefragt erscheint. Ich bin Oberleutnant Lara Weiland und zu Gast habe ich heute hier Oberst Andreas Schreiber. Er unterrichtet an der Führungsakademie der Bundeswehr militärisches Nachrichtenwesen und Cyberoperation und er sagt, selbst eine Generalmobilmachung Russlands kompensiert kurz- und auch mittelfristig nicht die hohen menschlichen Verluste. Ob als weitere Eskalation von einer Generalmobilmachung auszugehen ist und welche Waffensysteme beide Kriegsparteien nutzen, das werden wir in wenigen Minuten besprechen. Aber zunächst möchte ich meinen Gast hier im Studio des Verteidigungsministeriums begrüßen. Hallo, Herr Oberst. Guten Tag, Frau Oberleutnant Weiland. Die Frontverläufe scheinen ja mittlerweile richtig in Bewegung geraten zu sein. Nicht zuletzt, weil die Ukrainer gezielt Schwachstellen der russischen Armee angegriffen haben. Können Sie uns einmal die aktuelle militärische Lage briefen? Also wir haben im Prinzip zwei Bereiche, wo zurzeit aktiv gekämpft wird, nämlich hier im Süden, im Bereich Cherson und hier oben im Norden, oberhalb von Liman bzw. auch oberhalb des Seversky-Donetsk. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass immer wieder eine dieser Angriffsachsen von der Ukraine bedient war. Zunächst hat die Ukraine angefangen, hier anzugreifen. Die Russen haben es dann geschafft, Truppenteile hier aus der Front zu lösen, in diesen Abschnitt zu verlegen. Und dann hat die Ukraine den hier geschwächten Frontabschnitt angegriffen. Teilweise Vorstöße von über 70 Kilometern. Und danach ging es hier unten weiter, ebenfalls Vorstöße von um und bei 40 Kilometern. Das ist ganz erheblich für den Kriegsverlauf. Wir haben zwischen diesen einzelnen Abschnitten immer wieder kurze Pausen, Ordnungshalte nennen wir das, gesehen, von 1 bis 2 Wochen, wo die Ukrainer im Prinzip ihre Truppe erstmal wieder gerade ziehen mussten auf eine Linie, den Zusammenhang der Gefechtsführung wiederherstellen, vorgeschobene Teile oder vorgeschossene Teile wieder ein bisschen zurückholen, damit diese nicht abgeschnitten und vernichtet werden, danach die Versorgung der Truppenteile, um dann weiter angreifen zu können. Zuschauer fragen uns auch immer wieder, was die Strategie Russlands konkret ist. Folgt jetzt nach der Teilmobilmachung auch die Generalmobilmachung? Bezüglich der russischen Strategie sind wir zurzeit, glaube ich, alle ein wenig ratlos. Denn wir sehen jetzt mit einer Teilmobilmachung einen logistischen Kraftakt, 300.000 Menschen unter Waffen zu bringen, wo der ganze Krieg doch nur mit 180.000 begonnen hat. Also wir haben jetzt quasi mehr oder weniger das Doppelte an Truppe, die jetzt auf einmal mobilisiert werden soll, die auch ausgebildet werden muss, die auch ausgestattet werden muss. Und das nach einem mittlerweile über 8-monatigen Kriegsverlauf, in dem jede Menge Material verloren gegangen ist, in dem jede Menge Ausbilder gefallen sind, in dem jede Menge Hochwertpersonal nicht mehr zur Verfügung steht, um genau diese Truppe ausbilden zu können. Das wird schon ausgesprochen schwierig werden. Das Gleiche gilt für das Material. Wir haben massive Materialverluste bereits in den ersten Wochen gehabt bei dem Vorstoß auf Kiew, haben dann nochmal massive Materialverluste jetzt jüngstens gehabt bei der ukrainischen Gegenoffensive östlich von Charkiw und stellen jetzt fest, dass zum Beispiel die Russen auch bereits ein Weißrussland geliefertes Hochwertgerät, Kampfpanzer T-72 Bravo 3, wieder zurückziehen mussten. Erst vor 2 Jahren geliefert, jetzt wieder zurückgeholt, weil sie keine eigenen hochwertigen Geräte mehr haben, sondern nur noch jede Menge sowjetisches Altgerät, was lange, lange Jahre ungeschützt irgendwo in der Taiga gestanden hat und jetzt natürlich nicht den gleichen Gefechtswert entwickeln kann, wie es das moderne Gerät, was in großen Teilen ausgefallen ist, mal gehabt hat. Mit anderen Worten, ich rechne da nicht mit einem großen Kampfkraftgewinn, kurzfristig sowieso nicht, aber auch mittelfristig nicht. Eine Generalmobilmachung würde auch bedeuten, dass der Charakter der Spezialoperation verloren gehen würde, oder? Also ich glaube, der Charakter der Spezialoperation, wie sie ja vom Kreml immer noch betitelt wird, ist ohnehin schon erledigt. Alleine schon durch die Teilmobilmachung. Spätestens mit dem Tag der Teilmobilmachung ist das Ganze keine Spezialoperation mehr. Auch nicht in den russischen Telegram-Kanälen und in den russischen Medien, sondern das wird jetzt immer mehr in Richtung Krieg gehen. Denn viele haben ja auch schon das russische Verteidigungsministerium aufgefordert, aufzuhören zu lügen, sondern eben die Dinge klar beim Namen zu nennen. Und dazu gehört eben auch, dass das, was dort stattfindet, seit jetzt mittlerweile 8 Monaten eben ein voll ausgewachsener Krieg ist.
Die Russen verzeichnen ja einen menschlichen Verlust in fünfstelliger Höhe. Können Sie uns einmal auf den Stand bringen? Also wo stehen wir personell als auch materiell auf russischer Seite? Ja, die russische Lage personell wie auch materiell ist aus meiner Bewertung heraus desaströs. Auf der einen Seite sind schon in den Anfangstagen des Krieges relativ starke Verluste sowohl materiell wie auch personell eingetreten. Hier waren die Profis noch am Werk auf russischer Seite, das heißt, die sind dann ausgefallen. Danach ging es weiter im Grunde genommen mit der Konzentration auf die Donbass-Region, das heißt im Rahmen der ehemaligen Kontaktlinie bis hoch nach Charkiw, wo dann die russische Infanterie versucht hat, gegen massiven Widerstand Meter um Meter sich vorzuarbeiten. Das können wir hier sehen, also in diesem Bereich der Front, sowohl von oben zunächst, dann aber auch von unten gleichzeitig. Das hat zu keinem Erfolg geführt, allerdings zu massivsten Verlusten unter der russischen Infanterie. Man kann wohl sagen, dass der Donbass das Grab der russischen Infanterie ist. Diese Kräfte, die dort verloren sind, sind die ausgebildeten und professionell beübten Truppenteile gewesen. Und jetzt haben die Russen spätestens seit Mai beginnen ein Problem, was sie versuchen auf verschiedenste Art zu lösen. Zunächst mit dem Einsatz von Wagner-Söldnern, dann mit dem zusätzlichen Hinzuziehen tschetschenischer Gruppen bis hin zum Auffüllen von Marineinfanterieverbänden und Luftwaffenverbänden mit Schiffsbesatzungen, was ja ausgesprochen ungewöhnlich ist, weil die ja gar nicht für den Landkrieg ausgebildet sind. Und zum Schluss sehen wir jetzt im Grunde genommen die Teilmobilmachung, wo jetzt also im ganz, ganz großen Stil Personal nachgeholt wird. Materiell sieht es ähnlich aus, denn wir haben gerade auch in dem Anfangszeitraum jede Menge Verluste der russischen Standardkampfpanzer T-72 Bravo 3, das ist der höchste Rüstzustand gesehen, sowie auch T-80 in unterschiedlichsten Rüstzuständen und jetzt bei der ukrainischen Gegenoffensive bei Charkiw nochmal den Verlust mehrerer hundert dieser Waffensysteme. Die sind im Grunde genommen nicht zu kompensieren, es sei denn durch Altgerät, was irgendwann mal in den großen Waffenlagern in der Nähe des Urals eingelagert worden ist, was allerdings über Jahrzehnte hinweg unter der prallen Sonne und im eisigen Schnee gestanden hat. Und selbst wenn man zugrunde legt, dass das sowjetische Gerät, das sowjetische Altgerät, was das ja noch ist, durchaus robust ist, hält das natürlich in solchen klimatischen Bedingungen kaum stand. Würden Sie ganz klar sagen, der Einsatz von Wagner-Söldnern und tschetschenischen Verbänden ist ein Indiz der Verzweiflung der Russen? In der Tat glaube ich, dass das ein Indiz der Verzweiflung ist, dass jetzt neben der regulären Armee noch andere Kräfte eingesetzt werden. Alleine für die Innenkommunikation muss ja klar sein, oder ist es ja eigentlich schon ein Kommunikationsdesaster, dass Russland jetzt im Grunde genommen zugeben muss, dass ohne den Einsatz von Wagner-Söldnern und ohne den Einsatz der tschetschenischen Kämpfer des mittlerweile Generalobersten Kadyrov im Grunde genommen nichts mehr geht. Das heißt, dass die insgesamt über 12 Armeen, die anfangs mal angetreten sind, um diesen Krieg schnell zu gewinnen, im Grunde genommen auf ganzer Linie versagt haben. Sie sprachen eben von Armeen. Ein etwas undefinierter Begriff, wie es mir scheint. Können Sie da eine Art Größenordnung angeben, was eine Armee umfasst? Ja, die russischen Streitkräfte sind mit insgesamt um und bei 12 Armeen oder Armeeäquivalenten und mehreren Armeekorps angetreten. Eine russische Armee ist nicht gleich russische Armee. Die gibt es in sehr unterschiedlichen Größenordnungen. Die personell und materiell stärkste Armee war bei Kriegsbeginn die 1. Garde-Panzerarmee, ein Eliteverband bestehend aus 2 Divisionen, 2 Brigaden. Das entspricht in etwa 30.000 Soldaten und in etwa 1.000 bis 1.200 Gefechtsfahrzeugen aus dem Militärbezirk West. Dann hatten wir aber auch Truppe aus dem Militärbezirk Ost, also von der Pazifikküste im Grunde genommen, zum Beispiel die 35. Armee, die nur aus 2 Brigaden besteht. Das sind dann in etwa 12.000 Soldaten und in etwa 200 bis 300 Gefechtsfahrzeuge. Und alles, was dazwischen ist, gibt es bei diesen Armeegrößen entsprechend auch. Wir beobachten auch immer wieder Freiwilligenkampagnen von Russland, die versuchen eben Personal zu generieren, sage ich mal. Gibt es da einen Rückhalt der russischen Bevölkerung? Ist das erkennbar? Ich glaube, wenn wir von Rückhalt in der russischen Bevölkerung reden, müssen wir von 2 Formen des Rückhalts reden. Das eine ist die mentale Unterstützung, die definitiv nach wie vor da ist. Denn die Russen sind durchaus offen für die Propaganda, die zurzeit läuft und die auch die letzten 20 Jahre im Grunde genommen
die Grundlage für das gelegt hat, was jetzt hier gerade passiert. Das andere ist dann der persönliche Einsatz, um das Ganze dann auch zum Erfolg zu führen. Denn erstens ist es ein Unterschied, ob man den Krieg nur gut findet und die Ziele gut findet oder ob man selber da mitmacht. Und zweitens sehen wir ja jetzt, das funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und die Russen, die in diesem System groß geworden sind, wissen sehr genau, warum es nicht funktioniert. Nämlich, weil zum Beispiel solche Dinge wie die russische Kommandostruktur nicht richtig funktionieren, weil viele Dinge früher einfach nur geblendet worden sind. Das heißt, das ist nicht wirklich geübt worden, sondern das ist nur dargestellt worden. Denen ist das alles bewusst und die wissen ganz genau, worauf sie sich einlassen. Auch wenn die offene Berichterstattung sehr stark reduziert worden ist, sieht man aber doch, dass die Russen sich sehr intensiv über soziale Medien informieren und ein relativ genaues Bild haben, was dort gerade vor sich geht, insbesondere für diejenigen, die jetzt unmittelbar eingezogen werden. Ein interessanter Aspekt, den Sie eben genannt haben, ist die russische Führungsstruktur. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen Einblick geben, inwiefern diese funktioniert und auch nicht funktioniert? Ja, die russische Führungsstruktur, das ist eines der Dinge, die uns, glaube ich, am meisten erstaunt hat, dass wir von Anfang an erstens keine Führung aus einer Hand hatten, dass wir darüber hinaus im Kriegsverlauf dann festgestellt haben, dass immer mehr Truppenteile, die irgendwo herausgelöst worden sind, an anderen Stellen der Front dort wieder eingeführt worden sind, wo die Not gerade am größten geworden ist. Sie sind also quasi in Lücken hineingeworfen worden, unabhängig davon, zu welchem Großverband sie irgendwann mal gehört haben. Und nun kämpft ein Flickenteppich von Einheiten die ganze Front entlang, die sich gegenseitig nicht kennen, die nicht wissen, was der Nachbar kann, wer der Nachbar überhaupt ist, wie der Nachbar versorgt wird, wie man überhaupt mit ihm kommuniziert. Das heißt, die Funkverbindungen sind in der Regel instabil oder überhaupt nicht vorhanden. Und insofern ist zurzeit sehr stark unklar, wer überhaupt zurzeit an der Front welche Truppenteile führt. Wir haben jetzt schon mehrfach, jüngst erst in den letzten Tagen wieder gehört, dass erneut der sogenannte Oberkommandierende ausgetauscht worden ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es unterhalb von Präsident Putin überhaupt einen Oberkommandierenden mit militärischem Dienstgrad in diesem Krieg auf russischer Seite gibt. Vor der Teilmobilwoche, muss man sagen, wurde ja verkündet, dass der Streitkräfteumfang um 137.000 Soldaten erhöht wurde. Ist das ganz klar eine Blendgranate? Aus meiner Sicht ist das ganz klar eine Blendgranate, denn diese 137.000 zusätzlichen Dienstposten, es sind ja nur Dienstposten und keine zusätzlichen Soldaten, betreffen in allererster Linie das russische Heer. Das russische Heer hatte aber von vornherein schon immer eine Unterdeckung an Personal. Man spricht so, dass die nur zu 70-75% aufgefüllt gewesen sind. Und wenn man jetzt natürlich noch 130 oder 137.000 zusätzliche Dienstposten schafft, heißt das ja nicht, dass die Menschen da sind. Mit anderen Worten, das sind zusätzliche Vakanzen, die da sind. Und die werden kurzfristig nicht und auch mittelfristig nicht zu einer Kampfkraftsteigerung oder einer Gefechtswertsteigerung der russischen Landstreitkräfte führen. Blicken wir mal in die ukrainische Armee. Auch diese haben hohe menschliche Verluste zu verzeichnen. Aber ist der Gamechanger bei diesen Soldaten die Einstellung und eben auch die Entschlossenheit, weil sie wissen, wofür sie kämpfen? Ich glaube, der Gefechtswert der ukrainischen Streitkräfte leitet sich aus zwei Dingen ab. Zum einen, wie Sie schon gesagt haben, natürlich der Mindset der Truppe. Das heißt, die Ukrainer wissen ganz genau, dass sie um ihre Freiheit kämpfen. Das zweite ist aber, dass die ukrainischen Streitkräfte von vornherein für ihren Personalansatz eine ganz andere Strategie zugrunde gelegt haben. Sie sind nicht so kurzfristig ausgelegt wie die Russen. Das heißt, immer wenn neue kommen, gleich in die Einheiten und an die Front und ins Gefecht. Sondern sie haben ab April kann man in etwa sagen, als das von westlichen Gebern gelieferte Großgerät eingetroffen ist, dieses mit der Truppe in Verbindung gebracht und dann nach vielen Monaten intensiven Übungen dann dieses Gerät jetzt auch in der Gegenoffensive zum Einsatz gebracht. Das heißt also deutlich zeitorientierter, deutlich mittelfristiger orientiert, als das die Russen tun, mit den entsprechenden Erfolgen, die wir jetzt gerade sehen. Gibt es irgendwelche Indizien, die auf eine weitere oder eine Gegenoffensive der Ukrainer hindeuten? Ich glaube, dass die aktuelle Gegenoffensive weiterhin läuft, auch wenn wir zurzeit, wie vorhin schon angesprochen, sowohl hier als auch hier die Konsolidierung der ukrainischen Front sehen. Es muss nachversorgt werden, es kann nicht in einem durch angegriffen werden. Ich glaube, es wird weitergehen. In der Regel haben wir zwischen diesen starken Vorstößen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben,
und der Folgeversorgung immer so ein Zeitfenster von 1 bis 2 Wochen, wo wieder aufgefüllt wird, wo weiter getestet wird. Das heißt, es finden kleinere Stöße statt. Gerade hier im Bereich auf Krimina finden immer wieder ukrainische Angriffe zur Aufklärung statt. Und sobald man die eigene Truppe wieder aufgefüllt hat und weiß, wo die russischen Schwächen liegen, wird es dort mit Sicherheit weitergehen. Die Offensive läuft weiter. Eine Frage, die bestimmt aus der Community uns ereilen wird, ist dann, sind die Informationen, die Sie hier verraten, nicht eingestuft oder auch geheim? Also inwiefern können wir da unsere Zuschauerinnen und Zuschauer beschwichtigen? Ja, wir haben in diesem Krieg zum ersten Mal einen Krieg, der zum großen Teil offen geführt wird. Nicht nur durch die zur Verfügung gestellten Geheimdienstinformationen, vor allem der Briten und Amerikaner, die in früheren Kriegen mit Sicherheit geheim eingestuft gewesen wären, sondern vor allen Dingen auch über das sehr umfängliche Portfolio an Social-Media-Kanälen, in denen man quasi diesen Krieg live verfolgen kann. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben und es gibt unschätzbar viele Kanäle, die entsprechende Informationen bereitstellen. Und man kann auch sagen, dass man nach 8 Monaten Krieg in etwa weiß, welchen man davon vertrauen kann und welche man sich besser nicht anguckt. In der Vergangenheit haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Russen eine moderne und schlagkräftige Armee sind. Aber inwiefern ist das eigentlich so? Ja, man kann wohl sagen, dass die russische Armee mit Sicherheit groß ist. Ob sie modern ist, daran gibt es mittlerweile weltweit ganz erhebliche Zweifel. Denn eine Armee ist ja nicht nur deshalb schlagkräftig, weil sie groß ist, sondern weil sie erstens über vernünftiges Material verfügt und über das entsprechend ausgebildete Personal, um dieses dann auch einzusetzen und die entsprechenden Führungsmittel und auch Führungsvorgänge, um das dann hinterher auch effektiv zum Einsatz zu bringen. Und hier haben wir tatsächlich gesehen, dass bei den russischen Streitkräften sich desaströse Engpässe ergeben haben, sowohl was das Material betrifft, aber auch was die Fähigkeit der Russen betrifft, überhaupt ihre eigene Truppe auch nur annähernd zu führen. Die Ukrainer haben seit Anfang des Krieges es eigentlich immer wieder geschafft, den russischen Führungsvorgang zu unterlaufen. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Das heißt, bis die Russen eine Entscheidung nach oben gegeben haben und dann eine Antwort bekommen haben, war die Front schon wieder an ganz anderen Stellen unterwegs. Und im Grunde genommen kamen die Entscheidungen, die erforderlich gewesen sind, von Seiten der russischen Führung schlicht und ergreifend zu spät. Auch das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die immer wieder in gerade russischen Social-Media-Kanälen gepostet werden, wo sich eben Soldaten oder auch Kommandeure darüber beklagen, dass es eben viel zu lange dauert, bis eine Entscheidung von der Armee oder von wem auch immer gefällt wird und dann zu denen durchdringt, sofern sie überhaupt die Fernmeldemittel haben, um diese außerhalb ihrer Mobiltelefone dann auch zu erhalten. Wie sieht es denn konkret aus, wenn man in die Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe und Marine reinblickt? Wie modern sind diese? Ja, wir haben bei den russischen Teilstreitkräften sehr stark unterschiedlich ausgeprägte Modernisierungsgrade. Traditionell ist die Luftwaffe die am besten modernisierte Teilstreitkraft, gefolgt von der Marine. Das Heer ist eigentlich immer so ein bisschen hinterhergelaufen und hat lediglich einige besonders starke und prestigeträchtige Einheiten gehabt, die mit hochwertigem Gerät als erste ausgestattet worden sind. Da gehört unter anderem die 1. Gardepanzerarmee dazu, eine Elitearmee des Militärbezirks West oder auch die 90. Panzerdivision aus dem zentralen Militärbezirk, die in Teilen mit dem neuesten Gerät ausgestattet sind. Natürlich braucht man, um diese ganzen Armeen auszustatten, sehr viel Gerät und das haben auch die Russen trotz Öleinnahmen nicht immer unmittelbar finanziert bekommen. Und so sieht man dann Panzer wie den T-72 im Rüstzustand Bravo 3. Das ist im Grunde genommen der höchste Rüstzustand dieses eigentlich alten Gefechtsfahrzeuges, was denen aber trotzdem eine relativ hohe Kampfkraft verleiht. Und darüber hinaus gibt es noch den T-80 in etwa in einem vergleichbaren Rüstzustand. Höherwertiges Gerät, wie zum Beispiel den T-90, sieht man bislang noch nicht so oft. Und die, ich nenne es mal Wunderwaffen der russischen Landstreitkräfte, den T-14 Kampfpanzer Armata oder den T-15 Schützenpanzer Armata, gibt es bestenfalls in Kompaniestärke. Das sind reine Erprobungsobjekte, die ihre besten Tage bislang auf dem Roten Platz zu den Militärparaden gehabt haben. Bei der Artillerie, die ja für die russische Doktrin eine ganz herausragende und entscheidende Rolle spielt, kann man sagen, dass dort auch modernisiertes sowjetisches Altgerät weiterhin in Nutzung ist.
Das sind die leichten Panzerhaubitzen 2S1 und alles, was drüber ist, 2S3, 2S5, 2S19 und 2S35, sind im Prinzip 152 mm schweres Kaliber, die in unterschiedlichen Rüstzuständen an der Front sind. Auch das ist sowjetisches Altgerät. Was vor allen Dingen modernisiert worden ist, ist da nicht so sehr die Waffenanlage selber, sondern das Feuerleitsystem. Und dann haben wir noch die Raketenartillerie, die ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil der russischen Artilleriedoktrin ausmacht, nämlich die leichten Raketenwerfer BM-21 Grad bzw. die schweren Raketenwerfer BM-27 oder BM-30, die natürlich auch aufgrund ihrer Reichweite von besonderer Bedeutung sind, denn diese schweren Raketenwerfer haben Reichweiten zwischen 70 und 90 Kilometern. Ja, die sogenannten in Anführungszeichen russischen Flammenwerfer, das sind die TOS-1 und TOS-1-Alpha-Werfer, hier im Bild dargestellt. Das sind im Prinzip Raketenwerfer, die thermobarische Munition oder Munition mit thermobarischem Gefechtskopf verschießen. Die wirken besonders stark gegen Infanterie durch eine Drucksogwirkung und sind international geächtet. Der Vorteil dieser Werfer in Anführungszeichen für den Angreifer ist es, dass er im Prinzip Stellungssysteme auf einer erheblichen Breite im Prinzip sofort mit einer einzigen Salve durchbrechen kann, indem er die dort eingegrabene Infanterie im Prinzip neutralisiert. Der Nachteil ist die kurze Reichweite dieser Systeme von nur 3 bis 6 Kilometern. Das heißt, der Werfer muss das Ziel sehen und das Ziel sieht den Werfer auch. Wie sieht es denn aus mit der Fähigkeit zum Gefecht der verbundenen Waffen? Können die russischen Soldaten das? Das Gefecht der verbundenen Waffen ist die Königsdisziplin der Landkriegsführung eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, in jeder modernen Armee gibt es dieses Gefecht der verbundenen Waffen, unabhängig davon, wie es dann in der jeweiligen Doktrin genannt wird. Aber es verbirgt sich immer das Gefecht der verbundenen Waffen dahinter. Das bedeutet im Prinzip, dass die Kampftruppe, also Infanterie und Kampfpanzer, zusammenkämpfen und dass die unterstützt werden durch Kampfunterstützungstruppen wie Pioniere, Artillerie natürlich gerade bei den Russen, Flugabwehr und dergleichen mehr. Und das Ganze immer in Verbindung mit Luftwaffe im Rahmen der Luftnahunterstützung, also wenn man so will, fliegende Artillerie. Wir haben bislang geglaubt, und die Russen glaube ich auch, dass sie das können. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehlschlüsse gewesen hinsichtlich der Einsatzbereitschaft und des Gefechtswerts der Russen, dass man sagen kann, offensichtlich, nach allem, was wir jeden Tag zu sehen bekommen, können sie das, wenn überhaupt, dann nur in sehr geringem Umfang. Und das natürlich gerade durch die hohen personellen Verluste in den Anfangstagen des Krieges, die wenigen, die das noch gekonnt haben, mittlerweile gar nicht mehr an der Front verfügbar sind. Mit anderen Worten, das Gefecht der verbundenen Waffen auf russischer Seite sehen wir zurzeit eher nicht und wenn überhaupt, dann nur mit abnehmender Tendenz. Ich habe unseren Zuschauern ja versprochen, dass wir noch über Waffensysteme sprechen. Können wir einmal diese im Vergleich auflisten? Was benutzen beide Kriegsparteien? Ja, also beide Kriegsparteien benutzen hauptsächlich sowjetisches Altgerät, was für die Bedarfe der jeweiligen Armeen modernisiert worden ist. Beide Länder, Russland als auch die Ukraine, haben eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, die noch aus Sowjetzeiten stammt und die dann entsprechend modernisiert worden ist. Und so haben zum Beispiel die Russen als Kampfpanzer den eben schon angesprochenen T-72 oder T-80, teilweise auch T-90, wohingegen die Ukrainer auf den T-64 in einer modernisierten Version gesetzt haben. Bei den Schützenpanzern ist es, wie hier gezeigt, der Schützenpanzer Kette, der BMP-2, der ist das Rückgrat im Grunde genommen beider Armeen. Bei den Ukrainern gibt es auch noch einzelne BMP-1, die unter anderem auch von Tschechien jetzt nochmal geliefert worden sind. Und bei den Russen gibt es dann schon die kampfwertgesteigerte Version, den BMP-3, als Kettenfahrzeug. Dann haben wir die Radgefechtsfahrzeuge der Infanterie, die bei beiden auch auf russischen Altsystemen oder sowjetischen Altsystemen basieren. Das ist der BTR-80, auf der russischen Seite auch der BTR-82 mit der 30 mm Kanone, das ist also die starke Kampfwertsteigerung. Und auf ukrainischer Seite haben wir den BTR-3 und 4, der ist in etwa vergleichbar, hat allerdings mehr Elektronik verbaut und hat einen höheren Gefechtswert. Unterm Strich kann man allerdings sagen, auch wenn man die Artillerie dann noch dazu nimmt, Teile davon hatte ich schon angesprochen, 2S1, 2S3 und 2S7, die sind auch bei den Ukrainern in dem gleichen Umfang in etwa im Einsatz. Die Raketenartillerie der Ukrainer verfügt über dieselben Systeme wie die der Russen
Und die Russen haben lediglich noch zwei leistungsgesteigerte Panzerhaubitzen, 2S19 und 2S35, die allerdings nicht in der Breite im Einsatz sind. Sodass man sagen kann, also von diesen konventionellen Systemen, die wir so kennen, sind beide Streitkräfte in etwa gleichwertig und unterscheiden sich im Grunde genommen nur in der Art des Einsatzes und des Personals, was sie bedient. Der Einsatz von Drohnen, das ist ein ukrainisches Phänomen oder benutzen die Russen auch Drohnen? Der Einsatz von Drohnen, so wie die Ukrainer sie benutzen, ist bei den Russen nicht beobachtet worden, einfach weil sie diese gesamte Waffenkategorie im Grunde genommen nicht im Einsatz hatten. Sie hatten lediglich Aufklärungsdrohnen vom Typ Orlan 10 in großem Umfang im Einsatz, aber eben keine bewaffneten Drohnen, keine Kampfdrohnen wie die türkische Bayraktar oder andere Systeme, die von den westlichen Partnern nachgeliefert worden sind. Mit anderen Worten, hier hat die Ukraine von Anfang an einen erheblichen Vorteil gehabt, was dann unter anderem ja auch dazu geführt hat, dass die Russen von den Iranern entsprechende Kampfdrohnen jetzt nachgekauft haben. Das Erstaunliche dabei ist allerdings, dass sie diese nicht taktisch einsetzen, so wie es die Ukrainer tun, sondern im Grunde genommen nur für Terrorangriffe tief im ukrainischen Hinterland einsetzen und damit keinerlei taktische oder operative Wirkung erzeugen mit diesen Systemen. Die westlichen Waffenlieferungen, wo beobachten wir die? Wo kommen die denn zum Einsatz? Die kommen im Prinzip an allen Stellen der Front zum Einsatz. Sowohl die amerikanischen HIMARS-Systeme als auch die deutschen Panzerhaubitzen 2000, die polnischen Krabbe-Systeme, die Susanna-Systeme, die französischen Caesar-Systeme und wie sie nicht alle heißen. Allen gemeinsam ist, dass sie im Grunde genommen höhere Trefferquote haben. Also sie schießen präziser, als es die sowjetischen Altgeräte tun. Und sie verfügen über eine deutlich modernere Feuerleitanlage. Mit anderen Worten, die Ukrainer haben hier im Vergleich zu den Russen einen entscheidenden Vorteil, auch wenn die Anzahl der Systeme nicht so hoch ist wie die bei den Russen. Kommen wir mal zum Themenkomplex Munition. Es scheint ja eine beidseitige Strategie zu sein, dass man Munitionslager beschießt. Geht einem von beiden bald die Munition aus? Ja, das Vernichten von sogenannten Mengenverbrauchsgütern spielt in diesem Krieg eine große Rolle. Unter Mengenverbrauchsgütern verstehen wir in erster Linie schwere Artilleriemunition und Flugabwehrmunition und auf der anderen Seite auch Betriebsstoff. Beides wird von beiden Seiten regelmäßig versucht anzugreifen, einfach vor dem Hintergrund, dass natürlich die Mengen, die man zur Verfügung hat, nicht unbegrenzt sind. Auch wenn natürlich beide Armeen im Vergleich zu westlichen Armeen hohe Depotbestände hatten, dennoch gehen die irgendwann zur Neige. Und während Russland die Möglichkeit hat, gewisse Munitionssorten nachzuproduzieren, ist das bei der Ukraine, zumindest bei der sowjetischen Altmunition, schon gar nicht mehr unbedingt der Fall, weil natürlich in den ersten Kriegstagen die entsprechenden rüstungsindustriellen Betriebe der Ukrainer von den Russen angegriffen und zerstört oder beschädigt worden sind. Umgedreht ist natürlich dann auch die Munitionsnachversorgung mit westlicher Munition immer eine logistische Herausforderung ersten Grades, weil ja diese Munition über große Strecken nachtransportiert werden muss. Und jeder Treffer, den die Russen dort landen, ist für die Ukrainer definitiv schmerzhaft. Die Krimbrücke hat ja einen symbolischen Wert. Aber welchen Wert und welche Bedeutung hat sie jetzt eigentlich im Kontext Logistik wirklich? Ja, die Krimbrücke hat tatsächlich einen hohen logistischen Wert, vor allen Dingen. Denn wir stellen fest, dass die Masse der Versorgung, die die südlichen ukrainischen Streitkräfte, insbesondere im Raum Cherson, haben, über die Krim transportiert wird. Die Eisenbahnlinie an Mariupol vorbei, Melitopol, liegt teilweise im Einflussbereich der ukrainischen HIMARS. Wir sehen das hier, die Brücke von Kerch haben wir hier unten. Das heißt, hier gehen die Eisenbahnlinien rüber und führen dann in diesen Raum. Weitere Eisenbahnlinie haben wir hier, die aber wie gesagt in dem Feuerbereich der ukrainischen Artillerie liegt. Mit anderen Worten, wenn wir über große Mengen von Munition, Großverbrauchermunition, Artillerie reden, die Verbräuche am Tag für eine einzige russische Armee liegen locker zwischen 800 und 1000 Tonnen am Tag. Das heißt für die gesamte Front an einem Tag 8.000 bis 10.000 Tonnen. Und wenn man dann eine solche Linie hier unten abschneidet oder stark reduziert, macht sich das natürlich bemerkbar, insbesondere vor dem Hintergrund, wie Sie eben schon angesprochen haben, dass hier natürlich die Ukrainer immer wieder diese russischen Munitionsdepots aufklären und vernichten. Wie schätzen Sie denn persönlich die Fähigkeiten der Ukraine zum umfassenden Gegenangriff ein und was sind die notwendigen Bedingungen dafür?
Ja, die notwendigen Bedingungen für einen Gegenangriff, damit beginne ich mal, sind in erster Linie natürlich Personal und Material. Das heißt, ist die Kampftruppe verfügbar, um das durchzuführen? Und dann, und das ist allerdings in diesem Krieg, glaube ich, noch viel entscheidender, haben die Ukrainer die Logistik, um diese entsprechenden Offensive aus der Tiefe heraus über einen längeren Zeitraum zu nähren. Denn wir sehen, wir haben zwei Angriffsachsen zurzeit, die mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt sind. Das heißt, die müssen auch logistisch entsprechend bedient werden. Und das gleiche Problem, was die Russen am Anfang hatten, als sie vorgestoßen sind bei Charkiw in Richtung Kiew oder auch hier unten aus dem Raum Mariupol bis hinein, bis auf das westliche Dnieperufer Richtung Mykolaiv, sind ja im Grunde genommen die weit aufgehenden Versorgungslinien, teilweise mehrere hundert Kilometer. Und da ist die Frage, das passiert ja jetzt bei den Ukrainern auch, können die Ukrainer das überbrücken mit den logistischen Mitteln, die sie haben? Und können sie zwei Angriffsachsen oder möglicherweise sogar noch eine dritte bedienen mit ihrer Logistik, die sie haben? Dazu liegen mir allerdings nicht genügend Informationen vor. Für die aktuellen beiden Angriffsachsen scheint es aber zu funktionieren. Welche Erwartungen haben Sie ganz persönlich für die nächsten Monate bezüglich des Kriegsverlaufs? Für den Kriegsverlauf in den nächsten Wochen und Monaten sehe ich voraus, dass die Ukrainer weiterhin versuchen, mit Aufklärungsangriffen sowohl hier in den Bereich nördlich der Doppelstadt Severodonetsk und Lysychansk weiter vorzustoßen und gleichzeitig versuchen, hier diesen Brückenkopf bei Cherson einzudrücken, weil sie das können, weil dieser Brückenkopf im Grunde genommen nicht mehr versorgbar ist. Die Brücken, die diesen Brückenkopf versorgen, sind zerstört. Versorgungsgüter kommen nur noch in unzureichendem Umfang über den Fluss und gleichzeitig zerstören die Ukrainer die im Westen angelegten Munitionsdepots. Mit anderen Worten, der Verschleiß ist hoch und die Ukrainer werden natürlich versuchen, den Fluss hier frei zu kämpfen, einfach schon deshalb, weil zurzeit auf ukrainischer Seite zumindest hier 10 Brigaden in etwa eingesetzt sind, die dann, wenn sie frei werden, vielleicht noch 2 zur Sicherung des Flusses benötigt werden und der Rest an anderer Stelle irgendwo im Frontverlauf eingesetzt werden können. Darüber hinaus bin ich natürlich viel in den Social Media unterwegs und auch auf vielen gerade russischsprachigen Telegram-Kanälen. Und dort ist die größte Angst eigentlich, dass hier aus dem Raum Saporischschja eine Offensive, also eine dritte Angriffsachse auf das Asowsche Meer eröffnet wird und damit im Prinzip der gesamte Anteil der Südfront abgeschnitten wird und dann, wenn das erfolgreich sein sollte, auch die Krim und alles, was dahinter hängt, nicht mehr zu halten ist. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Fest steht auf jeden Fall, dass diese Kräfte hier massiv überdehnt sind. Sie finden in russischen Social-Media-Kanälen gerade sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass sich die Truppe dort beschwert, dass sie im Grunde genommen ausgedünnt ist und dass möglicherweise sich gleichzeitig auf der ukrainischen Seite Truppenteile massieren, die dann für einen Angriff bereitgestellt werden. Ob das so ist, kann ich nicht sagen. Insbesondere auch nicht, ob die ukrainische Logistik stark genug ist, um diese dritte Achse zu eröffnen, die aber ja, wie eben schon dargestellt, viele Vorteile aus ukrainischer Sicht bieten würde. Die Einschätzung, die Sie eben mit uns geteilt haben. Denken Sie, die Russen sehen das so kommen? Liegen denen wahrscheinlich dieselben Informationen vor oder wie ist das zu bewerten? Ich glaube, dass den Russen genau die gleichen Informationen vorliegen wie den Ukrainern und dass auch die satellitengestützte Bildaufklärung der Russen im Prinzip hier in diesem gesamten Bereich, gerade was die ukrainische Hinterland betrifft, sehr, sehr präzise sein wird. Und darüber hinaus sind die Russen natürlich mit reichlich Aufklärungskräften, gerade in den Bereichen, wo aktuell Kampfhandlungen stattfinden, auch vor Ort. Man liest diese Aufklärungsergebnisse erstaunlicherweise in den Social Medias quasi live. Und da ist halt die Frage nicht so sehr, wissen das die Russen, sondern was machen die Russen mit diesen Informationen? Ich habe bislang den Eindruck eher gewonnen, dass es hier weniger um taktische und operative Erfolge geht, sondern dass die russische Operationsführung in allererster Linie politisch getrieben ist, nämlich dass Leuchtturmprojekte oder Prestigeobjekte gehalten oder genommen werden muss. Gehalten zum Beispiel hier dieser Brückenkopf bei Cherson oder genommen werden muss der Bereich hier im Donbass, die Städte Kramatorsk und Bachmut, hier nicht eingezeichnet, knapp oberhalb von Donetsk. Also im Prinzip, dass man hier diesen ganzen Vorsprung im Prinzip einnehmen will, und zwar um jeden Preis,
insbesondere was Menschenleben und auch Material betrifft. Also weniger taktisch geschickt, ein freies, schnelles Operieren, sondern politisch getrieben und teilweise auch relativ schwerfällig. Herr Oberst, danke Ihnen für diese umfassende militärische Erläuterung. Danke gerne. Für weitere Informationen zum Ukraine-Krieg schaut wie gewohnt auf unserer YouTube-Playlist unter dem Stichwort Nachgefragt. Checkt auch mal die sozialen Kanäle aus und auf bundeswehr.de. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.